Liebe Geflügelfreunde, in diesem Video möchte ich euch alle Hühner zeigen, die ich bei mir hier am Haus habe. Da unten. Bei Edu auf der Dinosaurierparkwiese habe ich noch 14 Hähne, die gucken wir uns heute nicht an. Ich möchte noch eine Spätbrut machen für mein Crèvecœur in Kensperber Projekt und deshalb brauche ich noch hier bei mir den ein oder anderen Tierplatz. Deshalb möchte ich noch die ein oder andere Henne abgeben. Schaut bitte in der Videobeschreibung, welche das sein könnte und schreibt mich unter der E-Mail-Adresse huhn@dinosaur.de dazu gerne an, falls ihr Interesse habt. Viel Spaß mit dem Video. Schöner Bart. Schön gesperrt. Das gefällt mir super gut. Ein paar meiner Tiere habt ihr sogar beim Schlupf beobachtet, teilweise sogar im Livestream. Und ich habe sie euch gezeigt mit 4 Wochen und mit 8 Wochen und habe euch erklärt, wo ich vielversprechende Tiere sehe und wie man vielleicht Hahn oder Henne unterscheiden kann. Die Playlist dazu verlinke ich euch oben in der Ecke. Einen schönen Kamm, aufgeworfenen Nasensattel. Ja, das ist richtig. Sie hat noch eine restweiße Hinterhaube. Aber. Und gute Sichtfreiheit. Ach. Na gut. Sie will nicht. Jetzt kommt DU605. Absolut geniale Sichtfreiheit. Toller Kram. Nasensattel könnte ein bisschen besser sein. Und noch eine einzige weiße Feder in der Hinterhaube. Toller Bart. Oh, eine große Protuberanz. Gute Sichtfreiheit, Bart. Schön. 602. Eine Feder in der Hinterhaube, eine weiße Feder in der Hinterhaube. Tollen Kamm. Tollen Bart. Die war jetzt bei Armin dem Dritten mit dabei, weil die ja schon angefangen hatte zu legen. Hörner, Sichtfreiheit, schön groß, schwer. Eine weiße Feder in der Hinterhaube. Die ist aus letztem Jahr, 2020, FZ69. Schöne Hörner, aufgeworfener Nasensattel, super Sichtfreiheit, Bart, Haube, fast keine weiße Feder in der Hinterhaube. Wie findest du?
ein bisschen zu kurz. Zu kurz. Könnte meiner Meinung nach ein Stück größer und ein Stück länger sein. Ansonsten schon schön, schön ein Sperrbart. Auch aus letztem Jahr 2020, FZ64. Tolle Hörnchen, aufgeworfener Nasensattel, super Sichtfreiheit, hat ordentlich Gewicht. Ja, soll ich euch ein Geheimnis verraten? Die hat ein Viertel Bielefelder DNA. Die ist nämlich aus dem Kennsperber-Projekt. Die war nicht in meinem Kräftkör reinen Zuchtstamm. Aber ich finde, sie ist eigentlich nicht zu unterscheiden. Ja, schön. Die Henne hier habe ich letztes Jahr übernommen. Die hatte einiges an nordischer Vogelmilbe damals. Sie hat schöne Hörner. Die Sichtfreiheit musste ich freischneiden. Und die Fußgesundheit ist bei ihr nicht so optimal. Sie hat hier, glaube ich, so Fußball und Abszesse. Ich weiß nicht, ob sie... Naja. Sie hat eine tolle Sperrwirrung. Ein bisschen weiß in der Hinterhaube. Ja, und hier am Zeh hat sie so einen kleinen Auswuchs vorne. So eine mini zweite Kralle. Ich will mit ihr nicht weiter züchten. Ich hatte sie dieses Frühjahr mit im Zuchtstamm, aber die will ich abgeben. Das hier ist eine Henne, die ist aus 2018. Die habe ich von Frank zurück übernommen. Der hatte 2017 Zuchtstand von mir. AE246. Und sie ist also ein Jahr älter als die andere, die wir eben mit den Ballenabzessen gesehen haben. Und wenn er hier mal guckt, die Füße, die sehen gut aus. Die hat hier keine Abszesse. Ah, er ist ein bisschen durchgenudelt, weil sie im Zuchtstamm war. Sie hat einen ziemlich genialen Kamm, aufgeworfenen Nasensattel. Im Moment hat sie Sichtfreiheit. Ich weiß aber nicht, hier vorne sind ein paar Federn ausgezupft und der Hahn war auch auf ihr drauf. Und sie hat natürlich hier noch weiß in der Hinterhaube, was ich früher halt bei ganz vielen Tieren hatte. Ist aber ein richtig großes Schlachtschiff. Also die ist von der Größe, ist die super vom Gewicht. Von 2019 GE670. Ihr seht, ich muss dringend gegen Kalkmilbenbeine behandeln. Ach, ja, bloß. Tolle Hörner. Hatte im Prinzip ein Bart, tolle Sperrwirrung. Kriegt sie gleich Ballistol auf die Beine. Eine ganz junge GY476 und das linke Horn ist enorm länger als das rechte. Das rechte ist zwar auch da, aber das linke ist 5-mal so lang. Schöne Sichtfreiheit. Bis dann. Bleibt wahrscheinlich auch so ein paar Tatze. Die würde ich abgeben. Jo. 471. Ach, ein Adventivhorn. Federdreher. So, hier ein winziges zusätzliches Horn vorne. Das wollen wir natürlich nicht haben. 471 kann weg. GY475. Eine kleine gesperrbarte Henne. Hat zwei noch winzige, weil sie jung ist. Schön gleichmäßige Hörner.
Bad, Sicht. Ist da, ne? Ja, Sicht ist knapp, aber geht noch. Falls eine schöne Haube. Die sollte da bleiben. ES326 aus dem Kenchberber Projekt. 75% Chance aus rezessives Kenchberberrot. Wenig aufgeworfener Nasensattel. Zwei Vorhörner, naja, nicht optimal. Natürlich extreme Sichtfreiheit, weil die Haube ist eher so ein Schopf. Naja, du bist nicht optimal. Bart hat er natürlich schön. Der ist aber aus dem Kanzsperber-Projekt. Das ist ein Hahn. Oh, zwei richtig tolle Hörner. Aufgeworfener Nasensattel, hat ein Bart, aber Kehllappen wachsen auch ein bisschen. Viel bessere Haube, schöne Sperberung. Das wäre wahrscheinlich ein Zuchthahn fürs Kenchberber-Projekt. Er ist halt noch nicht fertig, ist halt noch jung, ne? GY465. Eine kleine Henne. Zwei kleine Hörner und das rechte ein bisschen länger, das würde gut passen. Bei vielen ist das linke ein bisschen größer. Ach komm, guck mal, was ist das? Da hinten sehen wir drei weiße Federn in der Hinterhaube. Wollt's mal von der Seite. Seite. Ja, du willst auf meiner Hand sitzen, ne? Okay. GY474. Die gefällt mir super gut. Eine geniale Sichtfreiheit. Aufgeworfener Nasensattel, zwei schöne gleichmäßige Hörner. Ja. Haube, ja, zwei, drei Federdreher. Und sie ist aus dem Kenchberber-Projekt. Also sie hat wahrscheinlich rezessiv Kenchberber. Oh, guck mal. Und sie mausert nochmal durch und die Sperberung wird dann deutlich schöner, wenn sie durchgemausert ist. DU614, englische Arokaner-Henne. FR766. Gut. Älteste Henne, Bob, aus 2014. Ja, die sitzt nur noch rum, hat aber nochmal ein Ei gelegt. Also mehrere sogar. Fußgesundheit mit 7 Jahren ist vollkommen okay. Ich mache hier nochmal Ballistol drauf gegen Kaltwind. FZ55 Missy mit ihren Hahnensporen. Ja. Oh, ist so schwer. Die hat bestimmt über 3 Kilo. FL591. Ja, Wahnsinn, ne? Schön. FL595.
Okay. Eine Frage noch. Welches Tier davon ist euer Favorit? Und vergesst niemals, Hühner sind Dinosaurier. Klingt komisch, ist aber so. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dr. Bene.